Vergangene Woche hatte Twitter fast die Hälfte der etwa 7.500 Mitarbeiter entlassen. Möglicherweise war der Schritt aber nicht gründlich durchdacht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden jetzt viele Mitarbeiter gebeten, wieder zurückzukommen. Kündigungen sollen fälschlicherweise verschickt worden sein. Bei anderen Mitarbeitern habe das Management erst jetzt erkannt, dass sie dringend gebraucht werden. Der neue Firmenchef Elon Musk hatte die Entlassungen mit einem massiven Umsatzeinbruch begründet. Ja, also gerade entlassene Mitarbeiter sollen zurückkehren. Klingt nach Chaos, Stefan Wolf in der Frankfurter Börse. Was ist denn da los bei Twitter? Nun scheinen tatsächlich Chaostage zu herrschen bei Twitter. Nicht nur wegen der Entlassungen und jetzt wieder der Rücknahme. Werbekunden sind nach der Übernahme durch Elon Musk auf Distanz gegangen. VW hat zum Beispiel seine Werbung bei Twitter auf Eis gelegt. Das Unternehmen macht dem Vernehmen nach jeden Tag 4 Millionen $ Verlust. Also schwierige Zeiten natürlich. Aber nicht das einzige Tech-Unternehmen, das unter Druck gerät. Facebook hat heute Morgen angekündigt, 1000 Stellen zu streichen. Die Konzernmutter Meta hat das angekündigt. Und das auch wegen einbrechender Werbeeinnahmen. Facebook-Aktien bewegen sich kaum. Twitter sitzt nicht mehr an der Börse nach der Übernahme durch Musk. Er hat jetzt alle Aktien im eigenen Safe, während der deutsche Aktienindex steigt. Der DAX zum Wochenauftakt mit 140 Pluspunkten bei 13.599. Hier nähren Hoffnungen auf eine wieder erstarkende Konjunktur, die Kurse. Informationen von der Börse. Dankeschön, Stefan Wolf. Danke nach Frankfurt am Main.